Ortstermin im Freiburger Günterstalwald. Für Markus Graf ist jeder Wald ein faszinierendes Archiv. Der Bodenökologe erforscht die Einflüsse des Menschen auf das Ökosystem. Zuletzt ist er im Auftrag von Friedwald einer eher ungewöhnlichen Frage auf den Grund gegangen. Sind Urnenbeisetzungen im Wald ökologisch bedenklich? Das Unternehmen wollte ganz sicher gehen, denn ein Mensch hinterlässt auch nach der Kremation mehr als nur Asche. Zum einen nehmen wir Menschen im Laufe unseres Lebens zum Beispiel durch Nahrungsmittel Schwermetalle auf, die wir zum Großteil ausscheiden, aber nicht zu 100%. Ein gewisser Anteil davon wird eben auch in unserem Körpergewebe eingelagert. Zum anderen werden durch den Kremationsvorgang in den Kremationsöfen Schwermetalle freigesetzt, zum Beispiel aus den Auskleidungen der Öfen, und die gelangen auch in die Asche. Das sind die beiden Quellen. Und dementsprechend ist es für uns natürlich interessant, wenn man Kremationsasche in Wälder bringt, welchen Einfluss hat das auf den Boden, und langfristig gibt es Möglichkeiten der Beeinflussung vom Grundwasser oder gar von Bäumen. Und so wurde der Waldboden untersucht. Zunächst haben die Wissenschaftler Bodenproben direkt unter den Urnen entnommen. Eine zweite Probe wurde in einigen Metern Entfernung genommen. Dann wurde noch der Boden direkt an der Oberfläche untersucht in bis zu 5 und bis zu 10 Zentimetern Tiefe. Um zu prüfen, ob Schwermetalle über die Wurzeln in die Blätter gelangen, die über die Jahre als Laub den Boden bedecken. Was die Wissenschaftler im Labor der Universität Freiburg zunächst untersucht haben, den pH-Wert des Bodens. Das Ergebnis: Im Boden unter der Urne ist dieser Wert nur leicht erhöht. Das ist kein besorgniserregender Anstieg des pH-Werts. Man muss sagen, dass der pH-Wert auch zeitlich variabel ist, also auch einen jahreszeitlichen Verlauf hat beispielsweise. Selbst wenn das einen Einfluss hat auf Bodenlebewesen beispielsweise, werden die sich an diesen neuen pH-Wert anpassen. Also in den Größenordnungen ist das kein besorgniserregender Anstieg. Und auch in Sachen Schwermetalle können die Bodenökologen der Universität Freiburg Entwarnung geben. Die Wissenschaftler haben die Daten für den Zeitraum von 99 Jahren hochgerechnet. Und sie haben die Ergebnisse verglichen mit den Daten von herkömmlichen Waldstandorten in Deutschland. Zum einen für das Schwermetall Chrom, Nickel. Und für das Schwermetall Zink. 256 Gramm Chrom pro Hektar, so haben die Bodenökologen berechnet, kommen mit den Urnen über einen Zeitraum von 99 Jahren in einen Friedwald. Durch Regen oder Staub aus der Atmosphäre gelangt im gleichen Zeitraum mehr Chrom in den Wald, etwa 297 Gramm, schätzen die Wissenschaftler. Auch Nickel wird durch Kremationsasche im Friedwaldboden eingetragen, 235 Gramm nach 99 Jahren. In anderen Wäldern sind es fast doppelt so viel. Bei Zink ist der Unterschied zwischen Friedwald, 1573 Gramm, und herkömmlichem Wald, 6930 Gramm, noch deutlicher. Das Ergebnis zeigt deutlich, verglichen mit dem normalen Schwermetalleintrag in unseren Wäldern ist der zusätzliche Eintrag an den Friedwaldstandorten deutlich niedriger. Schwermetalle sind in geringen Konzentrationen, aber eigentlich in jedem Ausgangsmaterial, also in jedem Gestein, aus dem sich Boden entwickelt, vorhanden. Zusätzlich habe ich auch industrielle Emittenten von Schwermetallen oder Kraftverkehr, alles Mögliche. Und durch die Verteilung über Wind und Wasser gibt es keinen Boden auf der Welt, der frei von Schwermetallen ist. Ich finde Schwermetalle an jedem Standort, auch die natürlichsten und vermeintlich unbelasteten Standorte, enthalten in geringen Mengen und geringen Konzentrationen Schwermetalle. Selbst Humus, mit dem Gärtner seit Generationen ihre Blumen- und Gemüsebeete düngen, enthält mehr Schwermetalle, erklärt Professor Friederike Lang, die Leiterin der Fachabteilung für Bodenkunde. Das führt man darauf zurück, dass Unmengen an organischen Überresten dort aufgebracht wurden. Mengen, die viel größer sind, als man es jemals im Worst Case für einen Wald errechnen würde, in dem Kremationsasche ausgebracht wird. Also Faktor 1000 höher. Die Natur in Deutschland, sie ist schon lange und an vielen Orten geprägt von Menschen. Das gilt auch für den Freiburger Günterstalwald. Wie die meisten Wälder kein Urwald mehr, sondern ein Naherholungsgebiet für die Freiburger.
Also in Deutschland werden wir uns sehr schwer tun, unberührte natürliche Wälder zu finden. Die gibt es so gut wie gar nicht mehr im Sinne eines Urwaldes. Wir müssen sagen, dass Wälder in Deutschland genutzt werden, in der Regel für Holzanbau, aber für Naherholung. Das heißt nicht, dass das kein natürlicher Wald ist. Pflanzen sind Natur. Wir haben hier ein Naturerlebnis, wenn man im Wald ist. Auch die Nutzung als Friedwald ist denkbar. Also nach den Ergebnissen, die wir jetzt vorliegen haben, kann ich sagen, dass ich nach 10 Jahren zumindest keine erhöhten Schwermetallgehalte finden kann. Ich habe auch in den Oberböden keine erhöhten Schwermetallgehalte gefunden. Also momentan nach dem Start, nach 10 Jahren, sehe ich nicht, dass da eine negative Beeinflussung ist. Eine klare Aussage. Die Beisetzung, bei der die Natur die Grabpflege übernimmt, ist laut Studie unbedenklich. Die Bodenökologen der Universität Freiburg gehen noch weiter. Für sie kann ein Friedwald sogar ein Beitrag zum Naturschutz sein. Die Ruhestätte wird für 99 Jahre erworben und sichert damit auch den Waldbestand.